Es ist wieder Mittwoch, Zeit also für das Mittwochsvideo auf meinem kleinen Kanal Callcenter Crasher. Die Firma, um die es heute geht, hat sich einen Namen mit drei Buchstaben ausgedacht, der mal wieder ähnlich klingt wie andere bekannte Firmen. Ich habe die drei Buchstaben für mich mit Gauner, Betrüger und Erpresser übersetzt. Nach dem Intro könnt ihr hören, ob alle drei Synonyme passen. Den ersten Anrufer habe ich wohl etwas verwirrt, als er seine Webseite nennen sollte. Er wurde nervös, was ja auch Ziel dieser Aktion war. Auf jeden Fall schien er mich durch lange Wartezeiten zum Auflegen bewegen zu wollen, was aber bei mir nicht funktioniert. Die langen Wartezeiten habe ich für euch natürlich herausgeschnitten. Nun viel Spaß mit den Gaunern, Betrügern und Erpressern. Hallo? Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Markus Hunter. Ja. Okay, ich grüße Sie erst einmal. Schön, Sie Apparat zu haben. Thomas Paulin Apparat von der Firma GB Broker. Es geht im Onlinehandel, Online Trading. Wie heißt Ihre Firma? GB Broker. Gustav Bertha Emil. Augenblick, das muss ich mir dann eben mal schnell aufschreiben. Gustav ja. Bertha Emil. Ja, Augenblick, schreibt noch nicht. Bitte? So, ja. Gustav, ja. Bertha, Emil. Ja, Broker. Broker. Und Bertha, dann? Richard. Bertha, Richard, Otto, Kaufmann, Emil, Richard. Und dann .de? .com. .com. Okay. GBM-Broker. Okay. Ja, so. Gut, dann erzählen Sie mal. Ja, wir sind schon seit 11 Jahren auf diesem Bereich und wir wollen nur kurze Informationen mit was, Ihnen teilen. Ich wollte, was sind Sie? Ja. Was sind Sie? Das habe ich nicht verstanden. Wir sind seit 11 Jahren auf diesem Bereich. Und wir wollen die Leute nur Informationen mitzuteilen wegen Kryptowährungen, Onlinehandel und so weiter. Sie haben bestimmt schon Erfahrungen in diesem Bereich. Ja, habe ich. Und wie ist Ihre Erfahrung? Ist gut oder schlecht? Gut, ich bin ein Investor, ja. Ich habe gute Erfahrungen. Sehr gut, das freut mich. Und sind Sie schon immer noch aktiv oder? Ich bin noch aktiv, ja. So, okay, sehr gut. Bei welcher Plattform sind Sie schon aktiv jetzt? Oh, das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Das ist ja meine Privatsache. So, sehr gut. Okay, dann wollte ich Ihnen, Sie haben schon wegen Handelsroboter gehört, haben Sie schon mal gehört oder wie, was? Oder gehört habe ich eine Menge. Was bietet Ihre Firma mir denn jetzt an? Unsere Firma bietet an, wir haben Handelsroboter, wofür Sie arbeiten selbst, so 24 Stunden am Tag. So, das sage ich Ihnen, nicht ein Millionär zu sein, aber ein kleines Rendite, monatlich Profite. So, soll ich sagen, 1000 bis 1500 Minimum mit 1500 Profite monatlich. So, und wenn Sie möchten, diese Zeit so, können Sie rauslassen oder so. Ja. So, und wo haben Sie mehr Interesse? Sie haben am Aktien, Rohstoff oder Kryptowährungen. Wo ist mehr Interesse für Sie? Rohstoffe. In Rohstoffe, sehr gut. Okay, dann wollte ich Ihnen kurz mit den Informationen mitzuteilen. Aber erst einmal muss Sie haben einen Konto aktivieren bei uns. Dann kriegen Sie mehr Informationen mit den Finanzexperten, wo können für Ihnen jederzeit dabei ist und jederzeit jeden helfen. Ja jede gut, aber ich bevor ich ja. Konto aktivieren heißt. Ja, das heißt, weil Sie müssen ein Konto bei uns haben, dann kriegen Sie einen Finanzaccount, einen Account Manager, wo für Ihnen jederzeit helfen. Ja, was heißt denn Konto aktivieren? Was heißt genau das? Das heißt, Sie Konto aktivieren, das heißt genau, das muss Sie erst einmal so investieren, Sie muss ein Konzentrieren Sie sich mal bitte. Sie stammeln sehr. Machen Sie das den ersten Tag? Das erste Mal muss Sie einzahlen, wie ist mit den 250
Und kriegen Sie den Account Manager, wo Ihnen jederzeit zu helfen und jeden Fragen können Sie antworten oder so, mehr Informationen mitzuteilen. Ja, aber bevor ich irgendwo was einzahle, möchte ich auch wissen, ob mit meinen Rohstoffen gehandelt werden kann. Vorher, Ja, sonst würde ich ja gar nicht investieren bei Ihrer Firma. Ja, können Sie gerne das bei Rohstoffen können Sie gerne ich auch Informationen mitzuteilen. Ich kann Ihnen auch geben oder soll ich kurz verbinden mit dem Experten, weil sie in Ordnung für Sie ist. Ja, wenn Sie kein Experte sind, dann können Sie mich gerne mal weitergeben an den Experten. Ja, okay, dann gebe ich Ihnen kurz den Experten. Bleiben Sie kurz in der Leitung, einen Moment. Ja. Hallo? Ja, kurz muss Geduld haben, bitte. Weil ich jetzt, ich muss jetzt so kommen. Einen Moment, bitte Geduld haben. Ein Sekunde, bitte, weil gleich kommt. Weil er hat die E-Mail bei uns geschickt, weil sie kommt gleich. Ja. Das dauert aber lange bei Ihnen. Ja, muss von dem Büro muss kommen, weil wir sind im Büro jetzt und ich bin in der 10. Stück, der ist im 25. Stück und muss da runterkommen. Ich dachte nochmal, es wird normalerweise per Telefon weitergeleitet. So ist es bei uns in der Firma. Nein, muss ich, ja, nein, muss ich das selbst kommen. Sind Sie immer noch da? Natürlich. Okay, muss ich kurz warten, weil vielleicht ist schon ein bisschen später zu kommen. Soll ich nochmal später anrufen? Nö, ich warte jetzt. Hat er sich verlaufen auf dem Weg, oder? Nee, kommt gleich. Ja, kommt, aber momentan ist es schon besetzt. Vielleicht kommt nach 2 Minuten oder vielleicht 3 Minuten, das dauert, aber muss ich nochmal anrufen kommen. Oder vielleicht ich leite Ihre Nummer und dann selbst anrufen. Das ist schon seltsam. Bye, bye. Ja. So, oder weil Sie, sind Sie auf Ihrem Rechner oder wo sind Sie gerade? Sind Sie zu Hause? Nee, ich bin auf meinem Bürostuhl, nicht auf dem Rechner. Auf dem Rechner sitzt man sehr unbequem. So, okay. Und was ist Ihr Beruf, bitte, weil ich fragen darf? Ich wüsste nicht, dass Sie das was angeht. Ich bin Investor. Investor, so. Investments, so gut. Haben Sie denn keinen Fahrstuhl in Ihrem großen Bürohaus, Hochhaus, dass das so lange dauert? Müssen Sie die Treppe runterlaufen? Mein Gott, das dauert aber lange bei Ihnen. Soll ich Ihnen eine Rechnung schreiben über die Wartezeit, weil Sie irgendwie nicht in die Reihe kommen? Hallo. Das war sehr unfreundlich, wie Sie hier arbeiten. Nicht kundenfreundlich. Ist Ihr Telefon vielleicht kaputt? Nein, ich bin wieder hier, ja. Das ist aber sehr unfreundlich, wenn Sie mich so lange am Telefon warten lassen. Ja, aber jetzt bekommen wir bei uns eine E-Mail und das so. Erst einmal muss Sie eine Kunde bei uns sein, dann kriegen Sie ganz viele Informationen und mit den Experten zu verbinden. Nee, ich möchte, hallo, bitte mal ausreden lassen. Ja, ja. Ich werde nicht bei Firmen investieren, die mir gar nicht sagen können, ob ich mit den Produkten, an die ich Interesse habe, überhaupt handeln kann. Ja, ich zeige Ihnen über uns, ich erkläre Ihnen über uns. Sie haben unsere Website, bitte haben Sie schon gut geschrieben? Was gut geschrieben. Ja, ich bin auf Ihrer Webseite. Und was sehen Sie? Sagen Sie mir bitte. Ihre Webseite. Ihre Webseite. Ja, was sagen Sie mir? Muss ich Ihnen Ihre eigene Webseite vorlesen? GBEBrokers.com. Das ist Ihre Webseite.
gbe-broker.com. Nee, und Sie haben von dem Minus haben Sie nicht gesagt. Sie haben gbebrokers.com gesagt. gbe-broker.com. Also, und, Hallo, dann haben Sie es falsch buchstabiert. Ja. Nein, habe ich gut buchstabiert. Nein, haben Sie nicht. Sie haben gesagt gbebrokers.com. Und das ist also nicht Ihre Webseite. Wie ist jetzt Ihre Webseite? gbe-broker.com. Ah, das Minus hatten Sie gar nicht gesagt. Ja. gb-broker oder brokers? Minusbroker.com. Broker.com. Ja. Ah. Ohne S. Ja gut, das heißt, Sie haben es falsch gesagt. Okay, und was sind Sie jetzt momentan? Ich mache die Seite gerade auf. Okay, alles klar. Und sagen Sie mir, was Sie sehen. Dann wahrscheinlich Ihre richtige Webseite. Nee, die gibt's gar nicht. Seite wurde nicht gefunden. Wie, das gibt's? Wie, leider nicht gut gefunden. Haben die gibt's Sie richtig nicht geschrieben? Was ja, ich, ja, ich sag Sie nochmal vor. Gustav Bertha minus Bertha Richard Otto. Nein, Gustav, haben Sie... Gustav. Warum Bertha unterbrechen Sie mich eigentlich? Sie haben das... Sie haben buchstabiert... Sie lassen Sie mich doch ausreden! Ja... Also, Sie haben buchstabiert. Gustav Bertha-Broker.com. Ist also auch falsch. Nein, Sie haben falsch geschrieben. Hab ich gut, Sie hab haben ich es falsch buchstabiert. Gegeben. Also, jetzt buchstabieren Soll Sie mal richtig. Anfangen? Ja. Okay. Gustav Bertha Emil minus Bertha Richard Otto Kaufmann Emil Richard. Hast du gut geschrieben? Wieso duzen Sie mich? Haben Sie geschrieben, heißt das. Ja, haben Sie gut geschrieben. Und .com oder was? Ja, .com. So. Jetzt wird was angezeigt. Ja, und jetzt, was kommt? Ja, Ihre Seite. Ja, was sehen Sie? Was lesen Sie dann jetzt? Sagen Sie mir, weil ich wollte das wissen, ob Sie richtig... richtig bei uns. Ja, wenn Sie es richtig buchstabiert haben, ja. Ich habe ganz richtig buchstabiert. Ja, das hat sie ja jetzt schon mehrfach gesagt und es war falsch. Jetzt? Handeln Sie wie ein Weltmeister zum Beispiel. Bitte? Hören Sie schlecht? Ich sagte, da steht, handeln Sie wie ein Weltmeister. Nein. Doch. Sind Sie falsch. Nein. Da steht sogar noch eine ganze Menge. 100% Rabatt auf Ihre Übernachtungsgebühren. Weil welche Übernachtungsgebühren? Das sind Sie ganz falsch, glaube ich. Ja, dann haben Sie es wieder falsch buchstabiert. Nein, habe ich richtig gut buchstabiert. Also ich bin auf der Website. Hören Sie genau zu. Hören Sie genau zu. Jetzt einfach mal zuhören. Ich bin auf der Webseite. Gustav Bertha Emil minus Bertha Richard Otto Konrad Emil Richard .com. Richtig. Und das ist Ihre Webseite und da bin ich drauf. Okay, und vielleicht benutzen Sie WhatsApp und können wir zusammen bei solchen schauen, ob Sie das richtige Website bei uns sind oder nicht? Nee, ich benutze kein WhatsApp. Das ist mir als Firmeninhaber verboten. Nicht? Okay, jetzt schauen Sie einen Live-Account oder was? Bitte was? Sie, das oben? Sie sprechen sehr undeutlich. Sind Sie bei unserer Website? Was lesen Sie? Das habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Ich bin auf Ihrer Webseite. Okay, und jetzt lesen Sie irgendwo Live-Account? Live-Account? Nee, ich habe die Seite auf Deutsch. Da steht nichts mit Live-Account. Ja, was steht da? Muss ich Ihnen Ihre... Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht? Hier steht Live-Konto. Ja, Live-Konto. Ja, und nicht Live-Account. Ja, auf Englisch, weil ich habe auf Englisch... ja, aber ich hab's ja gesagt, ich habe es auf Deutsch. Ja, okay, alles klar. Okay, klicken Sie das? Warum sollte ich das? Ich möchte ja erstmal Informationen haben, bevor ich irgendwas anklicke. Ja, alles Informationen kennen Sie hier. Ja, dann geben Sie mir doch einfach mal die Informationen, die ich haben möchte. Sie haben ganz genug. Erst einmal können Sie die Einstellung machen, danach klicken Sie... Nein, ganz bestimmt werde ich nicht erst irgendwo einzahlen, bevor ich meine Informationen habe. Wo haben Sie das Wissen? Weil alle Informationen vorher eingeben. Naja, geben bitte Sie was? Informationen. Versuchen Sie es doch mal bitte auf Deutsch.
Ich verstehe Ihre Sprache leider nicht. Sie verarschen mich jetzt, weil ich verstehe das. Sie verarschen mich doch offensichtlich. Ich soll erst bezahlen, bevor ich Informationen bekomme? Was sind Sie denn für eine armselige Person? Ach, jetzt ist er schon raus. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich da mit den Herrn Hunter? Ja. Mein Name ist Jakob. Ich melde mich von GB Broker. Vor einer kurzen Weile haben Sie sich bei einem digitalen Tauschhandel, also bei einer Trading-Plattform, angemeldet. Ich habe hier noch einen offenen Status diesbezüglich. Ich wollte mal nachfragen, wie wir weiter verfahren. Wie wir weiter verfahren? Was für ein Status? Was wird da jetzt gefallen? Also, was wollen Sie jetzt? Also, Sie haben sich bei einer Partnerplattform von uns angemeldet und die Registrierung haben Sie nicht komplett abgeschlossen. Bei welcher Partnerplattform? Einen Moment bitte. Bei Bitcoiner. Es kann sein, dass es eine Anzeige war im sozialen Netzwerk oder irgendwo im Internet. Bitcoiner? Sagt mir gar nichts. Es kann sein, dass es eine Anzeige war und Sie das vergessen haben. Nee, ich vergesse nichts. Wann habe ich mich da angemeldet? Moment. Ganz kurz noch, Herr Hunter. Das war vor circa 10 Tagen. Nee, genau wollte ich es gerne wissen. Circa? Genau, am 1.6., also morgen 10 Tage. Ah ja, okay. Und Sie sind, welche Plattform sind Sie? GBE Broker. Sie können auch GBE Broker Erfahrung schreiben und da schauen online. Oder ich kann Ihnen auch eine. Ja? Ich schau mal gerne Ihre. Ja, ich schau mal gerne Ihre Webseite an. Wenn ich mich da ja dann angemeldet habe, dann gut. Also, wie heißt genau Ihre Webseite genau? Also, GBE Gustav Bertha Emil. Gustav Bertha Emil. Bindestrich. Ja. Bertha Richard Otto. Ja. Kaufmann Emil Richard. Ja. .com. .com. Genau. Ja, dann muss ich mir die mal angucken. Gar kein Problem. Ich kann Ihnen auch gerne eine E-Mail senden. Sie können sich das dann in Ruhe anschauen. Ich habe Sie jetzt gerade am Telefon. Ich rufe gerade die Seite auf. Das ist noch besser. Ich meinte, falls Sie keine Zeit haben, natürlich. So. GBE Broker. Genau. Das ist Ihre Webseite, ja. So, stellen wir mal auf Deutsch. Gut, und was bieten Sie jetzt an? Also, wir bieten Folgendes an. Ich wollte Ihnen mit den ersten Schritten helfen, falls Sie das möchten, natürlich. Erstmal wäre schön, wenn Sie mir sagen, was Sie anbieten, Ihre Firma. Genau. Also, wir sind sozusagen eine Plattform, die Broker zur Verfügung stellt. Und von Anfang an zeigen wir, wie Sie diese Plattform benutzen. Wir machen ein Konto für Sie. Sie werden einen eigenen Account Manager haben. Der Account Manager wird Ihnen zeigen, wie wo man was macht. Und Sie werden, also dieses Konto wird immer im Nachhinein mehr und mehr freigeschaltet, damit Sie persönlich nicht alles machen müssen, bis Sie das lernen. Wie wird mein Konto wird nach und nach erst freigeschaltet? Haben Sie das richtig verstanden? Nee, es wird komplett freigeschaltet. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, immer mehr, haben Sie gesagt. Genau, gewisse Optionen, damit man Ihnen hilft und zeigt, was man da machen muss, damit Sie das nicht verlieren. Verstehen Sie? Also gewisse Optionen werden immer mehr und mehr freigeschaltet. Was soll ich denn bitte verlieren? Nee, ich meine, falls Sie das so möchten. Natürlich, Sie können mit dem Account Manager, also mit dem Broker auch selber sprechen und er wird Ihnen das erklären. Sie können sich dann auf etwas anderes einigen. Ich meinte nur, falls Sie nichts davon kennen, keine Erfahrung haben, wird Ihnen der Broker das langsam erklären und langsam freischalten. Also nicht das Konto, sondern gewisse Optionen da. Damit welche Optionen denn? Ja, es gibt verschiedene Optionen. Sie sprechen darüber dann mit dem Broker. Falls Sie möchten, können wir auch einen Termin mit dem Broker vereinbaren. Dann können Sie genaue Informationen von dem Broker bekommen. Ich bin nur von dem Support. Ja, aber wenn Sie sagen, es werden gewisse Optionen freigeschalten, dann sollten Sie mir doch bitte sagen, welche Optionen.
Genau, die Option können Sie dann mit dem Broker selber Nee, Sie vereinbaren. haben es doch angesprochen. Kennen Sie diese Genau, Option gar falls nicht? ich bin nur vom Support und für die Ja, aber Identifizierung zuständig. Genau, ja. ein guter Support kann es ja nicht sein, wenn Sie meine Fragen schon gar nicht beantworten können. Ich kann Ihnen die nicht zu 100% beantworten, weil Sie das dann individuell mit dem Broker vereinbaren. Und dann Verstehen nennen Sie? Sie Ich sich verstehe, was Sie. Support. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich bin nur für die Identifizierung und für die Kontos zuständig. Für weitere ist der Broker zuständig. Ich verstehe Ihre Meinung, so würde ich auch, wie Sie reagieren, da haben Sie auch recht. Aber Sie meine sind also für Brokerprüfung die habe ich. Verifizierung zuständig, sagten Sie? Genau, für die Verifizierung und für den allgemeinen Support in Ja, ein wie Konto ist verifizieren vollständig. Sie sich denn als Firma? Wie meinen Sie das noch einmal bitte? Ja, Meinen Sie wie? die Lizenz oder weiteres, ja? Bitte. Erstmal, wie verifizieren Sie sich als Firma? Es war eine klare Sprache. In welchem Sinne meinen Sie das? Ich kann gerne auch eine E-Mail zukommen Derselbe lassen Sinn, mit den genauen Informationen, ja? den Sie angefragt haben. Sie haben gefragt nach der Verifizierung, jetzt frage ich nach Ihrer Verifizierung. Ich meine, falls Sie das haben möchten, also Was haben möchte? das Konto. Ich muss auch sicher sein, dass Sie der Herr Hunter sind. Das meine ich mit der Authentifizierung. Sie müssen Ihr Ausweis von vorne und hinten fotografieren und sich selber, damit wir sehen, dass wirklich Sie diese Person sind und nicht jemand anders Ihre Daten hier eingetragen hat, wegen Datenschutz. Wegen Deshalb, Herr Datenschutz. Hunter. Datenschutz ist Genau, ein Herr gutes Hunter. Stichwort. Egal. So, Sie sagten irgendetwas von einer Lizenz? Genau, weil Sie gefragt haben, wie man sich authentifiziert und bei Unternehmen ist es meistens mit der Lizenz. Ja, und wo sind Sie lizenziert? Also in London, wir haben auch in Zypern, in Deutschland und in Österreich In verschiedene Deutschland? Stellen. In Deutschland sind Genau. Sie wo lizenziert? Wer hat Sie da li lizenziert? Das ist dann eine andere Stelle, beziehungsweise Ja, einen Moment, ich kann gerne welcher hat nachschauen. das denn? Ja, ich schaue einmal ganz Ja. kurz. Wir haben verschiedene Stellen, ja. Eine Sekunde nur, Herr Hunter. Ich entschuldige mich, dass Sie warten. Also die Stelle, die in Deutschland lizenziert ist, geht über Zypern. Nee, in Deutschland ist man bei der BaFin lizenziert. Nicht in Zypern. Wie bitte noch einmal? Ich habe Sie leider akustisch nicht verstanden. Ja? Ja, in Deutschland wird man von der BaFin reguliert. Und nicht über Zypern. Genau, aber diese Hauptstelle, die für Deutschland zuständig ist, geht über Zypern Nein, bei uns. für Deutschland ist man bei der BaFin reguliert. Und Sie sagten, wo werden Sie noch reguliert? In Großbritannien, in England? In London. In London, ja. Von wem werden Sie da reguliert? Das kann ich ja auch sagen. Eine Sekunde. Die Stelle in London ist unsere Hauptstelle. Ja, das habe ich ja nicht gefragt. Von wem Sie reguliert werden in London? Ich bin nur vom Support. Ich kenne nicht jede kleine. Ja, die wichtigen Sachen kennen Sie also gar nicht. Und dann nennen Sie sich Support. Wo wollen Sie mich denn Ja. supporten? Wo wollen Sie mich denn unterstützen? Wenn Sie keine Nicht Fragen ich beantworten persönlich, können. ja. Ja, ich mache nur die Authentifizierung. Die genauen Sachen mit der Lizenzierung und Ja, weiteres übernehmen die Broker. Ja, genau das haben Sie Herr doch Hunter. nicht gemacht. Wo sind Sie denn lizenziert? Sie haben Ja, gesagt, Herr. Ja, Herr langsam, Hunter. lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie haben gesagt, Sie sind für die Lizenzierung und für die Verifikation zuständig. Dann verifizieren Sie sich und sagen Sie mir Ihre Lizenz. Dafür sind Sie doch zuständig. Ich verstehe Sie, Herr Hunter. Ich habe hier einen Gut, offenen dann antworten Status. Sie. Ich habe, Dann ja, antworten Sie ich. doch einfach auf meine Frage. Ja. Schönen guten Tag, Herr Hunter. Bitte? Spreche ich mit Herr Hunter? Ja, ist richtig, Hunter. Grüße Sie.
Mein Name ist Dominik Morris. Ich melde mich vom GB Broker. Sie haben in der Vergangenheit eine Anmeldung über Online-Training gemacht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und haben Sie Ihr Konto noch nicht aktiviert? Richtig. Ja. Haben Sie Erfahrung mit Online-Training? Ein wenig habe ich mir angelesen, ja. Ja, und bei unserer Firma funktioniert so, wir machen 1 bis 2 Wochen eine Probezeit, wenn Sie Ihr Konto aktiviert haben. Danach schauen Sie selber. Wollen Sie das machen? Ja, aber erstmal möchte ich doch wissen, was ich bei Ihrer Plattform dann überhaupt verdienen kann. Ja, zuerst müssen Sie Ihr Konto aktivieren. Ja, aber ich möchte doch erstmal wissen, was ich überhaupt bei Ihrer Plattform verdienen kann. Sonst würde ich mein Konto ja gar nicht aktivieren. Verstehen Sie mich? Sie müssen zuerst Ihr Konto aktivieren. Verstehen Sie mich? Ja. Gut, dann haben Sie ja verstanden, dass ich mein Konto erst aktiviere, wenn ich weiß, was ich bei Ihrer Plattform verdienen kann. Das hängt von wie viel möchten Sie die anfangen und wie viel möchten Sie investieren? Ja, ich glaube, Standard ist 250 Euro, ne? Ja, genau. Ja, wie viel kann ich mit 250 Euro in der Woche verdienen? Ja, hören Sie mich. Ich bin hier, ich bin ein Ansprechpartner. Ich bitte meine Hilfe um, dass Sie nur Ihr Konto aktivieren. Ja, weil ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich werde mein Konto erst dann aktivieren, wenn ich weiß, was ich bei Ihrer Firma verdienen kann. Sie sind mein Ansprechpartner für die Aktivierung. Dann sollten Sie mir auch bitte sagen können, was ich überhaupt verdienen kann bei Ihrer Plattform. Am besten in Prozenten. Ja, verstehe ich. Gut, dann antworten Sie bitte. Ja, wenn Sie wollen, ich mache einen Termin mit unserem Finanzberater aus und der erklärt Ihnen besser. Ja, dann holen Sie den mal ran. Um wie viel Uhr haben Sie Zeit? Jetzt habe ich Zeit. Ja, warten Sie kurz am Leitung. Ja. Guten Tag, Herr Hunter, Kunz am Apparat. Ja, hallo, Herr Kunz. Hallo, Herr Hunter. Ja. Und schon ist er raus. Der Finanzberater mochte mich wohl nicht beraten. Der kannte mich wohl schon. Dieser selbsternannte Supporter war seines Namens nicht würdig, denn er konnte mich in keinster Weise supporten, weil er nicht mal eine meiner Fragen beantworten konnte. Die können ja nicht mal die eigene Betrügerfirma unterstützen, denn so bringen die kein Opfer dazu, Geld in ihren gierigen Stund zu stopfen. So viel also für heute. Ihr hört mich am Sonntag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin habt eine schöne Woche, umgebt euch mit netten Menschen und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.